In der Pause erreicht ein Anruf die Promiköche. Skype-Anruf. Ruft dich jetzt jemand an? Eine Mutter Wen? Oder so? Meine Beine! Hell's Kitchen. Hallo? Hallo. Hallo? Mama! Hallo? Wahnsinn! Hey, guck mal! Wie geht's? Hey, wie krass! Und ich bin zur Kamera gerannt und ich wusste nicht mal, dass du das bist. Wie geht's dir überhaupt? Ich komme gar nicht klar. Es ist sehr, sehr viel. Es ist ein unglaublicher Druck. Und Frank Rosin ist ein gemeiner, gemeiner Wicht. Er sagt, ich bin eine Katastrophe. Und wer ist alles da? Wer ist alles dabei? Darf ich dir das sagen? Ja. Also jetzt nichts, den ihr kennen würdet, so. Sind das alles Leute, die schon ein bisschen kochen können und das noch besser machen wollen? Also ich bin auf jeden Fall diejenige, die absolut keine Ahnung hat. Ich wusste nicht mal, wie man eine Frikadelle macht. Und dann kommt Frank Rosin, du hast aber auch noch nie was anderes außer Pausenbrote gemacht. Es ist echt kein Spaß. Guck mal, die Mutter von ihr, wie kommt die dazu so mit einem, sie ist auf dem Bild drauf, hat angerufen und ist auf dem Bild drauf. Wie geht das auf dem Bild, da wo sie, dass da steht, da war die Mutter drauf. Wenn die über Internet anruft. Ah. Wenn die über Internet, dann hat sie sieht sie und sie sieht sie. Beide sehen sich. Das ist der Vorteil Internet. Die hat dann die Großschnauze, die wie ein Revolver. Kannst du manchmal gar nicht mehr hören, dann bin ich schon weggegangen. So ein wichtig, du. Ja. Ich liebe dich, wir lieben dich. Umarme dich. Drücke dir die Daumen und denke an dich. Danke. Aber dann freue ich mich auf zu Hause, weißt du? Es hat sehr, sehr gut getan, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Und auch wenn wir jetzt nicht so viel geredet haben, also ich habe ihr natürlich sehr viel erzählt, es war sehr, sehr schön.